Olli, Olli, Olli! Es ist wieder fröhliche WM-Zeit bei Haribo. Es ist EM-Zeit, aber egal. Ja, aber vor allem bei Haribo, sonst interessiert mich das auch natürlich. Ach ja. Lass das Ding sein, das ist fröhlich. Jetzt nicht im Fanshop. Ja, auch diese Dinge haben wir. So, warum dieses Motto? Weil wir uns mit Hario Fantasia beschäftigen wollen. Man merkt den unglaublichen Wortspielcharakter. Aus Fantasia wurde Fantasia. Ja. Ja, was erwartet uns in Fantasia? Uns erwarten verschiedenst geformte, fußballthematisch angehauchte Dinge. Gummidinger von Haribo. Davon soll es Dutzende geben. Deswegen, ja. Vielleicht ist das gar nicht alle in deiner Tüte sind. Ja, das macht ja auch gar nichts. Aber das heißt, wir dürfen jetzt alle aufessen. Was haben wir hier? Ein rotes Trikot. Dann gibt es eine Bananenflanke. Eine rote Karte. Ein lila Fußball. Ein Torwarthandschuh. Ein grotesk geformtes Objekt. Eine Laola-Welle. Ich glaube, das ist so eine Art Ding oder ein Pokal. Oder ein wasserköpfiger Irrer. Ich sag ja, ein merkwürdig vermisst dich. Ich glaube, eine Vuvuzela. Ich habe noch eine Bananen-irgendwas, Flanke. Fußbälle, gelbe Karten. Was ist das? König Fußball. Laolas Topbild. Noch eine Hand. Torwarthandschuh vermutlich. Ein Löwe. Ist reißlich ein Löwe ein offizielles Maskottchen dieser WM? EM. Eine Eckfahne, die ist sogar doppelt. Eine Schwalbe! Und ein Ringfinger Dingsbums. Ja, das wär's in etwa. Wie schmeckt irgendwas davon? Keine Ahnung. Hat vermutlich mit den Farben zu tun. Die Fußball ist ein Fußball. Na dann? Nee, eigentlich ist es ein halber Fußball, aber wenn man beide zusammenpackt, ist es wieder einer. Aber der ist auch falsch geformt. Mhm. Schau gut. Ach, das ist ein Torwart, ja. Ah, dann ist es vielleicht auch das missglückte Ding. Das wird es wahrscheinlich. Oh, das wäre wirklich ein Vuvuzela. Ja, ja. Der Wahnsinn. Die Eckfahnen stehen gar nicht. Tja, ich fand, das schmeckt jetzt ganz normal. Ich finde auch, die sind relativ. Schmecken die Eckfahnen wie Schlümpfe? Sie sehen zumindest so aus. Ich habe leider den weißen Teig gerade im Mund. Oh nein, die sind nicht wie Schlümpfe. Nee. Möchtest du der Sache der gelbe Karte geben und eine rote Karte oder möchtest du mit zwei Händen jubeln? Hm. Also, die schmecken eigentlich relativ normal wie diese Fantasia-Geschichten, finde ich. Und ja. Dementsprechend, wenn man so einen Fußballabend einlädt und sowas zum Knabbern hinpacken möchte, kann man das als Gag natürlich machen, aber. Aber dann wahrscheinlich die große Kiste kaufen, wo noch mehr Auswahl drin ist. Die sind auch relativ groß und deswegen wahrscheinlich relativ schnell fix weg. Ja. Weil die Hand hat ja die Fläche von 5 Gummibärchen. Ja, und dann ist sie. Teilen uns selber mit 5 Gummibärchen ein. 25 Gramm ist eine Portion, da habe ich nicht nachgewogen, aber bestimmt 3 Teile und das war's. Ja, vermutlich 3 Teile eine Portion. Aber es gibt ja noch mehr. Was gibt es denn noch? Es gibt noch Fußballrasen. Das sind merkwürdige grüne Objekte und weiße Linien. Oh mein Gott! Die sind sauer. Oh nein! Bin ich auch gleich sauer? Das werden wir gleich erfahren. Ich meine, vielleicht schmeckt es hier. Ja. Auf der Zitronen-Skala ist es übrigens entweder 0 oder 3. Ich glaube, es ist eine 3. Ich denke auch. Und die Haribo-Zitronen-Skala ist ja schließlich eine genormte, weltweit anerkannte Sauerskala. Ist auch ein Mittelpunkt? Nee. Also das Weiße war schon mal sehr, war sauer, aber okay. Ich weiß nicht, aber was den Geschmack allerdings, den es eigentlich haben soll, irgendwie uninteressant. Ja, ich weiß nicht, was man daraus basteln soll. Gar nichts. Aber ich will den verrückten Fußballrasen hier drauf abbilden. Ja. Mehr Fläche, mehr sauer. Ich finde es saurer. Und es hat auch mehr Eigengeschmack noch irgendwie. Ich habe nur so Angst vor meinen Blocken. Recht klebrig. Mhm. Aber wonach schmeckt es? Es schmeckt nur sauer. Oder Apfel. Vielleicht saurer Apfel, so ein bisschen. Aber es ist wirklich deutlich mehr sauer als die Geschmacksrichtung. Ja. Hm.
ganzen Konzentrate drin, sei Flor, habe ich nur gehört. Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Holunderbeere. Hm. In einem Stück. Ich glaube, es schmeckt einfach feinig sauer. Wer sauer mag, wird es mögen. Ja, aber. Ja. Also, ich finde es jetzt nicht zwingend ein Muss. Lohnt es sich extra für diese Produkte eine Fußball-EM stattfinden zu lassen? Aber immer. Na dann, auf zum Anstoß mit den Haribo-Fanprodukten. Genau, sollten noch andere Fanprodukte uns auffallen, kommt das nächste Fußball-EM-Special schon demnächst. Ja, dann. Olli, Olli, Verlängerung, bis dahin. Bis dahin.